2017 hatte der Tiroler Landtag die Landesregierung aufgefordert, den Gewaltschutz in Tirol zu evaluieren. Und heute konnten wir diese Studie präsentieren, den Gewaltschutzplan sozialer Nahraum des Landes Tirols. Und das Erfreuliche an dieser Studie ist, dass den Weg, den wir hier in Tirol eingeschlagen haben, dass das der richtige Weg ist und dass die Maßnahmen, die ich setzen konnte, einfach die richtigen Maßnahmen waren. Grundsätzlich gibt es 4 Empfehlungen. Wir müssen wohnortnahe Beratungen ausbauen, wir müssen wohnortnahe Unterkünfte ausbauen und da können wir durchaus 2 wichtige Projekte dazustellen. Eine schon lang erhobene Forderung, ein Frauenhaus im Oberland zu machen, das werden wir jetzt umsetzen. Wir können aber auch in der Beratung zusätzliche Angebote dazustellen. Hier sei ein Leuchtturm erwähnt mit den Mannsbildern in Reute, aber auch eine Beratungsstelle im Unterland von Evita, die zusätzlich Angebote schaffen wird, plus eine Online-Beratung, die ganz, ganz niederschwellig Frauen Hilfestellungen anbieten kann. Das Wichtigste aber im Gewaltschutz ist, wir müssen immer wieder die Zivilgesellschaft ansprechen, denn Gewaltschutz kann nur dann funktionieren, wenn wir erkennen, dass das ein Thema ist, das die Gesellschaft als Gesamtes angeht, das alle fordert. Wir müssen hinschauen und wir müssen helfen, wenn wir merken, dass Gewalt in unserem sozialen Umfeld passiert. Denn nur so kann dieses Netz der Hilfestellungen gut funktionieren und nur so können wir dann vielleicht Gewalt auch verhindern.